Hier kommt der Nottoprinz aus Barbie Dreamtopia. Ich bin's, der Nottoprinz. Wie, hat er gesagt, er will Lotto spielen? Nicht Lottoprinz, Nottoprinz. Ich weiß nicht recht. Och Mann, ist die Pflicht getan? Ich habe gerade echt eine Menge wichtiger Prinzenarbeit zu tun. Werd ich zum Sammler? Willkommen auf dem Süßigkeiten-Schrottplatz. Süßigkeitenreste in Hülle und Fülle. Erfinder? Das wird mega gut. Wirklich. Ich werde total berühmt werden. Raketenrucksackpilot? Keine Ahnung, warum mein Rucksack nicht funktioniert. Und erkunde die zauberhaften Welten von Dreamtopia mit Chelsea und Barbie. Was ist denn los? Honey ist weg. Und danach müssen wir Barbies Zauberstab finden. Wir müssen einen einen Hund finden. Freut euch auf Natto in Barbie Dreamtopia. Seht euch Barbie Dreamtopia an. Und besucht das Bonbon-Königreich. Ach, lasst uns einfach starten. Ein Ort voller Süßigkeiten und Freunden, auf die man zählen kann. Hier leben die immer hungrigen Erdbeerbären. Wir bauen einen Eishörnerpalast. Habt ihr einen Plan? Nein. Der lustige Sheriff. Ich dachte, ich wäre heute der Sheriff. Und natürlich der ehrenwerte Sir Käseleib. Ich, Sir Käseleib, bin hoch erfreut über die feierliche Einweihung unserer einzigartigen Limonaden-Sprudelfontäne. Im Bonbon-Königreich kommt zusammen, wer zusammengehört. Erdnussbutter und Marmelädchen, Himmelch und Frau Keks, Sunday und Neo. Sowie die Kirschzwillinge Dare und Gare. Halt! Ist da Zuckerguss auf meinem Hörnchen? Die Marshmallows sind süß und fit. Und die Schokohasen machen mit. Vielleicht hätten wir bedenken sollen, dass Schokolade in der Sonne schmilzt. Das ist reine Physik. Seht ihre Abenteuer in Barbie Dreamtopia. Hi Neo. Hi Sunday. Hier kommen die Eishörner aus Barbie Dreamtopia. Das sind Neo und Sunday. Ihr kennt ja schon die Einhörner. Wir sind Eishörner. Süßer als Pferde. Denn wir lieben Eiscreme. Eigentlich heißen sie so, weil ihre Hörner aus Eishörnchen sind. Was? Möchte jemand? Und cooler als Einhörner. Ich bin sogar nach Eissorten benannt. Nougat-Erdbeer-Orange in Kurzform Neo. Allzeit bereit? Springt auf! Wir unterrichten euch für aufregende und zauberhafte Abenteuer. Hauptsache, unser Eis schmilzt nicht weg. Das sind die Eishörner aus Barbie Dreamtopia. Hufe, macht euch bereit, im Limonengras zu laufen. Wir gehen und lenken uns mit Eishornkram ab. Seht Barbie Dreamtopia und besucht den Zauberhaarwald. Ein verwunschener Ort mit besonderen Frisuren. Ich fühle mich so anders. Ich bin Herberto. Und ich Aisel. Wir sind die Igelfriseure. Und das da drüben sind unsere haarigen Freunde. Die Buschel sind klein und schlecht gelaunt und bestehen aus ungekämmten Haaren. Junger Mann, du erschaffst eine Buschel. Jetzt geht's los. Haare außer Kontrolle. Jonah ist der freche Hase und ist immer auf der Suche nach Action. Meinst du, meine Sprungtechnik wird ausreichen? Hase Locke hat alles im Griff. Wir sind schon 2 Minuten im Verzug. Und weiß immer einen Ausweg, wenn's mal haarig wird. Das macht Spaß. Delia und Markus sind die Einhörner vom Dienst. Es ist ein perfekter Tag für Spaß in der Sonne. Wenn's um gute Laune geht. Vierte Stärke mal 2. Das sind die Bewohner aus dem Zauberhaarwald in Barbie Dreamtopia. Jetzt kommt mein Lieblingsmoment. Seht euch Barbie Dreamtopia an. Trefft die Bewohner des Regenbogenkönigreichs. Ein Ort über den Wolken, voller Spaß und Freundschaft. Ich bin der prachtvolle Nimm oder Nimm der Wolkenzauberer und für jeden Spaß zu haben. Unsere Regenbogenprinzessin Barbie gleitet über die Regenbogenrutsche und wird im Handumdrehen zur Meerjungfrau. Wir werden Meerjungfrauen! Die Meerjungfrauen können mit ihren Flossen sprechen. Das ist die Sprache der Meerjungfrauen. Und sie sind Freunde des Wassersports. Jetzt du, Honey! Die singenden Fische trällern ihre fröhlichen Lieder. Doch das prachtvollste Geschöpf des Regenbogenkönigreichs ist das fliegende Einhorn. Es gleitet durch die Luft mit Anmut und Leichtigkeit. Seht ihr das fliegende Einhorn? Du fliegst, Chassis. Die Bewohner des Regenbogenkönigreichs aus Barbie Dreamtopia. Oh. Wie schön, ich kann's kaum
Seht euch Barbie Dreamtopia an und trefft die Bewohner des Juwelenkönigreichs, der Ort, an dem es glitzert und leuchtet. Ich bin der Elefantenkönig. Wie war nochmal dein Name, Kleine? Ich dachte, Elefanten vergessen nie etwas. Wo hast du denn das gehört? Das ist Saphir, die zauberhafte Juwelenfee. Was bringt mir ein wunderschöner, riesiger Juwel, wenn ich ihn nicht nutzen kann? Zusammen kann man Großes schaffen, wenn jeder etwas beiträgt. Die Glitzerbälle sind knuffig und hilfsbereit. Amethyst und Kobalt, die angehenden Glitzerköniginnen, sind die Meisterinnen der Zaubersprüche. Ihr Spruch war perfekt. Und Schätzchen, das süße Kätzchen, hält mich gehörig auf Trab. Wir freuen uns schon auf euch, ihr Lieben. Ihr seht, bei uns ist ganz viel los. Den Spaß, den schreiben wir hier groß. In Barbie Dreamtopia. Oh, es regnet Sterne. Das ist die Krönung von Magie. Das ist Chelsea aus Barbie Dreamtopia. Ich bin Chelsea, Barbies kleine Schwester mit einer gehörigen Portion Fantasie. Ich träume mich nach Dreamtopia, wo ich mit meinen tollen Freunden spannende Dinge erlebe. Ich liebe das Juwelenkönigreich. Du auch, Honey? In Dreamtopia gibt es wirklich alles. Nichts geht über einen Plan. Singende Fische. Das Singen lässt dich lachen. Ja. Igelfriseure. Wirble und zwirble, mein Liebes. Super coole Meerjungfrauen. Wer doch gelacht. Und fliegende Einhörner. Wow, das klingt fantastisch. Es gibt so viel zu erleben. Ich kann's kaum erwarten. Na los. Wir entwerfen Schlösser, erzählen Geschichten. Und das Beste, meine große Schwester Barbie ist immer dabei. Wie aufregend. Ich freue mich so, dass du hier bist. Ich mich auch. Barbie Dreamtopia. Das ist Barbie aus Barbie Dreamtopia. Hi, begleitet mich und meine Schwester Chelsea auf unseren spannenden Abenteuern durch fantastische Welten. Im Juwelenkönigreich bin ich die Königin in Ausbildung und bringe alles zum Strahlen. Bei der Juwelenzeremonie geht es nämlich darum, zusammenzuarbeiten. Und im Zauberhaarwald bin ich die Prinzessin mit tollen Ideen für ausgefallene Frisuren. Im süßen Bonbon-Königreich bin ich die Bonbonfee. Und die Bonbon-Prinzessin Erdbeereis und helfe meinen Freunden aus der Patsche. In der Regenbogenbucht sind goldene Schätze dein Begehr? Zaubere dir einen Fischschwanz her. Löse ich als Meerjungfrau Rätsel. Taucht mit ein. Dreamtopia ist eine fantastische Welt, in der Schwestern zusammenhalten, Träume wahr werden. Schließt die Augen, ich werde es mit Magie versuchen. Und nichts unmöglich ist. Begleitet Barbie in Barbie Dreamtopia. Das sind Alberto und Hazel aus Barbie Dreamtopia. Zwei Igelfriseure mit Talent. Wow! Keine Sorge, das bekommen Alberto und ich im Handumdrehen wieder hin. Einem Gespür für Trends. Wir haben ein Geheimmittel, das jede Frisur besonders schön macht. Und ganz viel Liebe. Geht's im Zauberhaarwald mal haarig zu, sind sie zur Stelle. Hör auf den Rat eines Friseurs. Wenn du weiter so an deinen Haaren ziehst, dann wird... Was ist? Genau das passieren. Du erschaffst einen Wuschel. Hey, das sind bloß Haare. Glaub mir, die tun nur so hart. Wirble und zwirble, mein Liebes. So erklimmst du die Klippe mit Stil. Alberto, du bist so ein Schatz. Dein Haar sieht zauberhaft aus. Alberto und Hazel sorgen für Spaß in Barbie Dreamtopia. Wir bekommen alles in den Griff. Hier kommt Honey aus Barbie Dreamtopia. Chelseas treue Gefährtin. Ich liebe das Juwelenkönigreich. Du auch, Honey? Irgendetwas Außergewöhnliches scheint heute in Dreamtopia los zu sein. Was ist das, Honey? Erdnussbutter-Marmelädchen. Eine echte Spürnase. Honey, nicht die Spur aufessen. Mit Grips. Kippen. Ein Hebel kippen. Aber welchen? Sieh nur, was du geschafft hast. Du hast die Maschine zum Laufen gebracht. Und eine Menge Neugierde. Honey, bring ihn zurück. Sie hat ihn wohl für ein Stöckchen gehalten. Gut gefangen. Und obwohl sie auch mal in Schwierigkeiten gerät. Honey, komm zurück. Wir müssen ihr folgen. Macht sie immer tolle Entdeckungen. Ah, die Muschel ist das Bett. Deine Schwanzflosse hat uns zum Schatz geführt. Das ist Honey in Barbie Dreamtopia. Ich bin Orange und jede von uns hat ganz besondere Talente. An alle Regenbogenprinzessinnen! Ich bringe euch zum Lachen. Helik,
Prinzessin Rot sendet Wärmestrahlen aus. Und Prinzessin Blau kann Eisskulpturen formen. Die Regenbogenbucht braucht alle Farben. Prinzessin Pink kann fliegen. Und Prinzessin Gelb bringt die Nacht zum Leuchten. Ich denke, wir sollten uns öfter umarmen. Prinzessin Grün strahlt Ruhe aus, die ansteckt. Gruppenumarmung. Und Prinzessin Violett ist herzlich und immer für einen da. Jetzt fühle ich mich ganz glücklich. Da kommt die Regenbogenprinzessin. Die Regenbogenprinzessin. Und gemeinsam lassen wir unsere Regenbogenfarben strahlen. Einer für alle, alle für einen. Auf zum Regenbogen rutschen. Barbie Dreamtopia.